Ahoi, Spieler, Zocker und Brettspielfreaks und willkommen an Bord bei Spieletreff in Nord. Heute ist das Thema, wie erstelle ich auf BGA einen eigenen Tisch? Und dazu springen wir jetzt gleich wieder auf meinen Desktop und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. So, wir sind jetzt auf dem Desktop wieder bei dem, wo ich gesagt habe, die ganzen Neuigkeiten. Dazu gehen wir jetzt auf Spielen und nehmen gleich mal Terra Mystica her. Wenn wir jetzt hier einen Tisch eröffnen wollen, steht eben einmal hier, eröffne Tisch für andere Spieler. Dann sehen wir gleich mal drunter den Tischadministrator, das bin ich in diesem Fall. Wenn ihr einen Tisch eröffnet, seid das ihr. Dann habt ihr verschiedenste Sachen, die ihr festlegen könnt. Erstens einmal könnt ihr die Spielerzahl festlegen. Wir wissen alle, Terra Mystica geht von 2 bis 5 Spielern, also kann ich jetzt entweder 2 bis 4 oder 2 bis 5 machen. Ihr seht, hier unten werden dann Slots freigeschaltet. So, wir können noch den Zugang zum Tisch einschränken, das heißt, wir können hier festlegen, wer alle kann bei uns am Tisch spielen, also Anfänger, Lehrlinge bis hinauf zum Meister. Wenn wir keine Meister, Experten und starke Spieler wollen, können wir es zum Beispiel von Anfänger bis gute Spieler machen. Wohingegen, wenn ihr gegen wirklich die Besten der Besten spielen wollt und ihr seid durchschnittlich, so wie ich, könnte man zum Beispiel noch den Lehrling wegnehmen, dann sind eben keine Leute dabei, die möglicherweise länger von der Denkzeit brauchen und ihr spielt es ab durchschnittlich bis zum Experten und bis zum Meister. Dann könnte man noch auf Gruppen beschränken und auf die Sprache beschränken. Was sehen wir jetzt da unten? Das sind die freien Slots, wo Spieler willkommen sind. Da kann jetzt im Moment in der Einstellung, wo ihr den Stilltisch konfiguriert, noch keiner reinkommen, weil der Tisch ist noch nicht für die Öffentlichkeit ersichtlich. Davor könnt ihr aber noch hergehen, auf Freunde einladen gehen und jetzt schauen, welcher eurer Freunde ist online. Dann klickt es einfach drauf, schickt dem eine Einladung, er nimmt die Einladung an und ist schon am Spieltisch dabei, bevor der Tisch überhaupt noch für die Öffentlichkeit aufgemacht wird. So zum Beispiel könnt ihr nur mit Freunden spielen, wenn jetzt noch drei von euch eure Freunde online sind, ladest alle drei Freunde ein und dann kannst du sofort auf Spielen beginnen, weil dann sagt er dir hier oben, Spieletisch hat genügend Personen, um mit dem Spiel anzufangen. Dann gehen wir daher. Tischkonfigurationen. Spielmodi. Was wollen wir spielen? Wollen wir ein normales Spiel spielen oder einen Trainingsmodus? Der Vorteil vom Trainingsmodus ist eben, dass man das Spiel besser lernen kann. Das heißt, ihr habt einmal keine Zeit, die im Hintergrund läuft für euren Zug, für eure Nachdenkzeit und ihr verliert auch keine, wie soll ich sagen, Qualifikationspunkte. Jeder, ihr habt es gesehen, es gibt dieses blaue Dings mit dem Lorbeerkranz, das sind eure, wie soll man sagen, Erfolgspunkte, die ihr in dem Spiel gesammelt habt. Wenn sie aber verliert, dann kann es passieren, dass ihr eben auch von diesen Erfolgspunkten wieder was weggenommen wird und ihr fallt von einem durchschnittlichen Spieler wieder auf einen Lehrling zurück oder ihr werdet irgendwann einmal so gut, dass es in Richtung Experte und Meister geht. Das ist der Unterschied. Beim normalen Modus ist ein ganz normaler Modus, da spürst du ganz einfach drauf los und hoffst, dass du dir Erfolgspunkte sammeln kannst. Dann haben wir die Spielgeschwindigkeit. Die Spielgeschwindigkeit kann man einstellen von Echtzeit schnell, normale Geschwindigkeit, langsame Geschwindigkeit, das sind die zugbasierten Dinge. Oder kein Zeitlimit. Das wird eben empfohlen, wenn man mit Freunden spielt, wenn man vielleicht ein bisschen mehr am Tisch quatschen will miteinander, wie eben durch einen Sprachchat oder sogar durch einen Videochat, dass man sich unterhält miteinander, dann ist es empfohlen, dass man da eben ohne Zeiteinstellung spielt. Wenn sie aber mit Fremden spielt, gebe ich euch hervor, spielt immer mit Zeiteinstellung. Wenn ihr das Spiel schon gut beherrscht, auch so privat daheim am Spieletisch schon oft gespielt habt und ihr spielt es da und ihr kennt es schon recht gut, dann gebe ich euch echt als Empfehlung, spielt es auf schnell, damit eben die Nachdenkzeit runtergesetzt wird, damit ihr nicht so eine lange Downtime habt. Dann können wir weiter. Hier haben wir die Spielbretter, die jetzt hier mit drinnen sind. Wir haben einmal das Grundspiel, wir haben das überarbeitete Grundspiel, wir haben Feuer und Eis und wir haben die Seen dabei. Da sucht man sich ganz einfach dann das Spielbrett aus, das man will. Dann Völkertableaus. Völker in Spielreihenfolge auswählen
oder nach Aktion, zufällige Auswahl oder Einführungsspiel. Da gebe ich euch ganz ehrlich gesagt das Tipp, entweder nach Aktion oder halt in Spielreihenfolge aussuchen. Alles andere, ja, ist okay. Die Startsiegpunkte, die die echt nach Völker angepasst machen. Somit wird da ein bisschen gehandelt, wenn Völker stärker sind, haben es weniger Siegpunkte. Und die, die etwas schwächer sind, haben von Start weg schon mal mehr Siegpunkte. Dann geht es weiter. Wir haben die variable Zugfolge jetzt eingestellt. Es geht auch im Uhrzeigersinn, aber wenn ihr mit den stärkeren Spielern spielt, dann ist es einfach so, dass die meistens auf den Tisch einsteigen, wenn es variabel ist, weil dann ist einfach so, wann wer aussteigt, dementsprechend ist er auch dann in der Spielreihenfolge im nächsten Zug am Turn. Dann kann man noch eine Mini-Erweiterung einschalten. Da hat man dann die speziellen Tokens von jeder Fraktion dabei, die noch einmal ein bisschen was Spezielles für jede Fraktion hergeben. Und die Landschaftserweiterung, was auch immer die Landschaftserweiterung ist, ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, ich weiß jetzt nicht die Verbindung zum Grundspiel oder zum Basisspiel am Brett, aber da ist halt eine Landschaftserweiterung auch dabei. Wenn ihr das alles eingestellt habt, dann könnt ihr auf Öffne Tisch für andere Spieler gehen. Was sieht man drunter noch? Man hat eine durchschnittliche Wartezeit von ungefähr 5 Minuten und momentan werden 677 Spieler für Terra Mystica verfügbar. Das wäre es eigentlich jetzt einmal so im Groben, was oder wie erstellt man jetzt einen Tisch auf Board Game Arena. Im nächsten Video machen wir das dann, dass wir den Tisch erstellen und dann auch den Tisch öffnen für andere Spieler und in diesem Zuge dann auch das Let's Play veröffentlichen. Ihr kennt es dann zuschauen, wie ich mich bei Terra Mystica schlage. Bis dorthin wünsche ich euch, bleibt gesund, spielt brav und wir sehen uns, euer Sascha vom Spieletreff. Pfiat euch!